Ich grüße euch alle ganz herzlich. Am 31. Oktober wird das Lutherjahr 2017 mit dem 500. Reformationstag eingeläutet. Dieses Jubiläum ist in der Christenwelt so bedeutend, dass er einmalig als Feiertag in allen Bundesländern gewürdigt wird. Warum? Das fragen sich vielleicht viele Menschen. Nun, Martin Luther war ein Mönch und unterrichtete seit 1514 Theologie an der Universität zu Wittenberg. Er veröffentlichte seine 95 Thesen gegen die Missstände der katholischen Kirche und damit veränderte er tatsächlich die Welt. Selbst der Papst kann sich diesem Reformationstag nicht entziehen, denn Martin Luther war und ist in aller Munde. Was geschah vor 500 Jahren am 31. Oktober 1517? Mit entschlossenen Schritten geht ein Mönch auf die Schlosskirche in Wittenberg zu. Er hämmert mit festen Schlägen an die Eichentür der Kirche. Es ist ein Tag vor Allerheiligen, dem Gedenktag der katholischen Heiligen. Und mit seiner Entschlossenheit in seinem Tun gerät die Welt ins Wanken. Dieser Mönch war Martin Luther, der mit seinen 95 Thesen die Welt veränderte. Er kritisierte den Ablasshandel der katholischen Kirche. Was Ablass bedeutet? Für einen bestimmten Geldbetrag werden den Menschen die Strafen ihrer Sünden erlassen. Das Angebot der Prediger lautete: Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Tja. Das Argument von Martin Luther war, weder der Papst noch die Kirche können die Menschen vor Strafen nach ihrem Tod befreien, sondern nur Gott. Gott vergibt den Christen, die ihre Sünden bereuen. Seine 36. These lautet: Jeder Christ ohne Ausnahme, der seine wahrhaftige Reue empfindet, hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbriefe gebührt. Martin Luther war sich nicht bewusst, was er mit dieser Kritik auslöste. Und die römische Kirche handelte schnell und rigoros. Luther wurde schnell in einem Ketzerprozess angeklagt, denn der Papst sah seine Autorität gefährdet. Doch Martin Luther bekam von der Bevölkerung eine überwältigende Zustimmung und seine Thesen wurden ohne sein Wissen gedruckt. Die Schriften verbreiteten sich wie eine Explosion in Deutschland und wurden überall gelesen. Luther machte in seinen nachfolgenden Schriften deutlich, wie er die neue Theologie der Kirche sah. Er hat erkannt, dass der Mensch sich die Gnade Gottes wegen weder verdienen noch erkaufen kann. Gott vergibt die Sünden den Reumütigen. Das wollte er sagen und das wusste er. Die 95 Thesen führten zur Spaltung der Kirche und zum Ende der gesamten Epoche. Ab dem Religionsfrieden 1555 gab es in Europa zwei Konfessionen, die römisch-katholische und die lutherisch-reformierte, also Katholiken und Protestanten. In seiner 62. These schreibt Martin Luther:
Der rechte wahre Schatz der Kirche ist das heilige Evangelium der Herrlichkeit und Gnade. Glaubet an das Evangelium. Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren und war einer der einflussreichsten Kirchenreformatoren. Er starb 62-jährig am 18. Februar 1546. In diesem Jahr war es sein 534. Geburtstag. Viele Gläubige feiern diesen Tag und gedenken an den Theologen Martin Luther, der es in der damaligen schwierigen Zeit schaffte, diesen Umbruch zu vollziehen. Herzlichst, eure Diria.